herzlich willkommen beim 7IT-Forum heute hier in Linz. Wir hoffen, wir haben mit unseren Keyspeakern und unseren Partnern einen interessanten Mix an Vorträgen für Sie gestaltet und wünschen Ihnen gute Unterhaltung und einen spannenden Tag. Das ist jetzt meine dritte 7IT-Veranstaltung hier in Österreich. Es hat sich in den letzten zwei Jahren extrem gut entwickelt. Wir sind jetzt kurz vor Beginn, alles wuselt, alles ist aufgeregt und nur, dass zum Schluss alle sagen können, relax wie care. Ich präsentiere in meinem Vortrag die Firma NetApp, einerseits das Unternehmen, auf der anderen Seite Innovation und Technologie, sprich unser neues Clustered ONTAP, lineare Skalierbarkeit. Maschinendaten entstehen überall, im Internet, im Netzwerk, von Servern, Applikationen, sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook etc. Und die Mischung aus diesen verschiedenen Datenquellen übereinander zu legen und sinnvolle Ergebnisse rauszuziehen, das ist die Aufgabe von Splunk und damit helfen wir unseren Kunden. Der Inhalt des heutigen Vortrags ist eben, schnell und effizient die Daten zu sichern beziehungsweise auch das gesamte Portfolio mit Archivierung sich näher anzusehen. Ja, was wir in dem Vortrag heute machen wollen, ist vor allem, dass sich sehr viele Unternehmen jetzt derzeit damit beschäftigen, wie kann ich neue Arbeitsplatzmodelle machen? Wie kann ich im Endeffekt meine Mitarbeiter neu mit Werkzeugen ausstatten, dass der Mensch in den Mittelpunkt kommt, dass sie umso besser miteinander kommunizieren können? Das heißt, wir wollen zeigen, wie einfach es ist, ja, externe Mitarbeiter oder externe Personen mit internen Mitarbeitern kommunizieren zu lassen. Und worum es uns eigentlich geht, ist, dass wir mit diesem neuen Standpunkt einmal ein ganz anderes Licht werfen auf das Thema Collaboration, Social Kommunikation. Und es wird eine sehr spannende Sache, weil wir auch noch nicht genau wissen, wie das beim Publikum ankommen wird. Mein Weg zum Südpol beschreibt interessante und durchaus auch teilweise lustige Momente, wo vier Menschen gemeinsam versucht haben, eine Strecke von mehr als 400 Kilometer am Weg zum Südpol zu bewältigen. Ich sage jetzt einmal, auch da gibt es Momente, die ganz stark mit Teambuilding zu tun haben, gibt es Momente, die ganz stark damit zu tun haben, will ich Verantwortung übernehmen? Und ich glaube, auch das sind wichtige Indikatoren, die im Wirtschaftsleben manchmal entscheidend sein können. Ein Gedanke ist nichts anderes als ein geometrisches Muster dieser Neuronen, die auf die tausendstel Sekunde gleichzeitig feuern. Sie haben sich synchronisiert. Und das Schöne ist, es gibt verschiedene Arten von Gedanken. Das heißt Gedanken, die man gar nicht einmal durchdenkt, die ganz automatisch entstehen. Das reicht zum Beispiel, wenn man in eine Kamera blickt, die Kamera wiederzuerkennen. Oder dann gibt es Gedanken, was ist gut und was ist böse. Und das können dann Gedanken sein, die zwischen verschiedenen Gehirngebieten, zwischen verschiedenen Matrizen hin und her gespielt werden, wo man dann die ganze Zeit schlaflose Nächte hat. Aber das ist eine andere Frage.